Und heute geht es mit einer besonders knackigen Folge Return to Moria. Wir haben ja jetzt endlich die Base einigermaßen schon mal fertig fürs Erste. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Schmiede und neue Waffen, damit wir hier gut vorankommen. Das heißt, wir brauchen Eisenholz. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt kurz nochmal Eisenholz sammeln gehen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch genug Stellen für Eisenholz haben. Ich meine aber ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe schon alles. Hier habe ich alles zerdeppert. Hier geil. Hier gibt es gar nichts mehr. Ich hoffe, dass wir noch genug finden. Ich denke aber ja, ich glaube da hinten das Gebäude, ne? Da müssen noch einiges drin sein. Schauen wir mal. Hier ist auch schön, ne? Hier ist schön hell eigentlich. Stellt euch mal vor, ich hätte hier irgendwie gebaut. Na egal. Egal, egal, egal. Jetzt nicht übertreiben, Ray. Jetzt brauche ich einfach nur ein bisschen Eisenholz für diese Schmiede. Und wir müssen eigentlich mal alten Kram restaurieren und dann weghauen. Damit wir dann gut Ressourcen rauskriegen. So, das ist schon... Hallo, den Hocker bitte. Jetzt kriegen wir, glaube ich, Kohle raus, oder? Nee, doch nicht. Ach stimmt, und jemand hatte mir in den Kommentaren geschrieben, wenn ich auf E gedrückt halte, sammeln wir jetzt alles automatisch ein. Also es wird reingesaugt. Testen wir doch jetzt mal. Cool. Sehr cool. So, haben wir noch irgendwas? Wie viel habe ich jetzt? 14. Ich weiß gar, warte mal, wie viel. Schau mal einer an, was da liegt. Rezeptliste. Nein, nicht Herd. Ich mache das mal kurz weg. Hier. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, wir hätten, glaube ich, genug. Guck mal hier, das wurde mir gar nicht angezeigt, dass hier ein Teil von. Der Axt sein soll, ne? Also von der Hacke. Schaut euch das mal an. Asozial. Asoziale Nummer. Gut. Wir sammeln trotzdem mal ein bisschen Eisenholz. Kann man eh nie genug von haben. Normales Holz. Oh. Ja, das war jetzt. Mhm. Das war geplant. Genauso wollte ich es haben. Haben wir hier oben noch was? Ah ja. Da wird es auf jeden Fall eine Menge Eisenholz noch geben. Oder? Nicht? Eine Figur. Das ist nicht aus Eisenholz. Aber der Stuhl, oder? Ja. Gut. Das Bett ist doch... Das schon, das ist aus Eisenholz, oder? Ja. Wunderbar. So, machen wir das Bett noch kaputt und dann sollen wir erstmal genug haben. Wenn ich das jetzt sagt, haue. Habe ich hier Besuch oder was? Oh, oh, oh. Wie viel habe ich? 24. Ja, komm. Passt erstmal. Sollte erstmal genügen. Ich höre welche, aber ich sehe keinen. Ja, super. Ein Zwerg, der nicht mal Ratten kaputt hauen kann. Das war sowas von klar, ne? Ich laufe dir nur noch in die Arme. Komm, ich halte einfach drauf. Wir reparieren eh gleich die Rüstung.
That is all you've got? Wunderbar. So, passt doch. Ups. Okay. Dann können wir jetzt endlich die Schmiede machen. Da. Die Schmiede machen und dann können wir endlich uns schöne Waffen machen. Ich hoffe, ich habe genug Eisenhölzern dafür. Brauche ich dafür noch Eisenhölzern? Ich hoffe nicht. Oh, hätte ich doch ein bisschen noch mehr gesammelt, oder? Nein, wir werden es jetzt herausfinden. Ich muss nur überlegen, wo genau ich die Schmiede erstmal hinbauen werde. Ich werde die wahrscheinlich erstmal provisorisch irgendwo hinbauen. Und dann die Kiste mit dem Barren, dass die irgendwo anders reinkommt. Und dann schauen wir, dann überlegen wir. Ich muss mir jetzt auch wieder Blasebalg und so alles craften, ne? Und Webstuhl und sowas. Eigentlich bräuchte ich nochmal so einen einzelnen Raum für die Herstellung. Ich denke, ich werde das aber einfach in der Nähe von der Schmiede bauen. Das ist ja kein Ultraschloss bauen. Ich bin eh nicht der Beste im Bauen. Ich bin so Mittelmaß, würde ich sagen. So die gute Mitte bin ich. Nicht zu gut, aber auch nicht zu schlecht. Gut. Ladescreen wäre mal ganz gut. Das ist halt Nachteil echt von diesem Elbenviertel, ne, dass wir im Elbengebiet jetzt die Schmiede genommen haben. Der Ladescreen ist hier irgendwie immer so lang. Verstehe immer noch nicht warum, aber gut. Ich würde die ganz gerne hier eigentlich haben. Dann machen wir die halt hier hin. Ja, das ist halt genau dasselbe Ding, ne? Aber wenn ich das jetzt hier dazu noch stelle, sieht doch einfach nur komisch aus. Geht doch gar nicht. Würde nicht mal funktionieren. Oder kann ich die irgendwie hier verstecken? Schön. Würde gehen. Dann müsste ich immer hier hochlaufen, aber dann hätte ich die aus dem Augen, aus dem Sinn. Was meint ihr? Soll ich die oben verstecken oder lieber unten? Zweimal dieselbe, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Na gut, machen wir einfach. Was soll's? Was soll's, was soll's? So, kommt die halt hier hin. So. Wunderbar. Okay, sehr schön. Ja, jetzt die Frage, machen wir uns den Hammer? Streitachse, jetzt brauche ich... ich könnte aber beides sogar machen. Sehr gut, sehr gut. Ne, den Hammer, ich brauche auf jeden Fall den Hammer. Und die Rüstung, ja, ich brauche Barren. Ich brauche noch mehr Barren. Habe ich genug Gold? Genug Barren? Werden wir gleich sehen. Oder hätte ich hier die Schmiede lieber gebaut? Ich weiß nicht. Und hier hin. Dann brauche ich auf jeden Fall noch eine Reparaturstation. Bauen wir das alles hier links hin oder dann nochmal hier aufgeteilt und dann rechts? Warte mal, ich würde sagen... Schmiedemäßig... Bauen wir mal hier hin. Ja... So. Weißt du nicht, der Griff macht eigentlich nicht so Sinn, ne? Weil eigentlich Blasebalg, dann kommt hier vorne Luft raus. Eigentlich würde es Sinn doch machen, den Griff hier hinten zu haben, ne? Zum Pumpen, oder nicht? Na egal. Was haben wir noch? Schmelze brauchen wir nicht bauen und so. Die normale Schmiede. Die anderen Kram? Ah, doch, hat die. Ich würde nochmal so Fackeln machen.
brauche ich die gar nicht von drüben herzuholen. Machen wir einfach mal eine. Dann könnten wir die rein theoretisch. Irgendwo hinhauen. Hört sich nicht gut an. Ah, das geht nicht, schade. Hier? Auch nicht. Ah, schade, jetzt geht mein Plan leider nicht auf. Dann so. Habe ich hier auch schon mal noch mal eine Fackel, falls ich die mal brauchen werde. Hier habe ich gerade Schritte gehört. So, nehmen wir erstmal den Brecher mit. Das Ding kommt dann lieber hier hin. So. Dann repariere ich mal durch. Wunderbar. Dann holen wir kurz die Barren von oben und dann machen wir uns mal hier Waffen und so, ne? Sehr schön. So. Also den Hammer brauche ich definitiv. Hier mir ein bisschen Leder, gut, kein Problem. Normales Leder fehlt mir. Und Feinleder. Also Feinleder brauche ich 1 und normales 4. Gut, Feinleder 1. Bam. Würde ich sagen, kommt hier halt so eine Ecke halt. Machen wir das einfach hier hin. Spinnrad, jetzt habe ich kein Eisenholz. Ja, super. Das ist natürlich sehr gut, weil ich brauche Eisenholz. Ja, super. Ach, Mann. Ich muss doch nochmal Eisenholz sammeln gehen. Ja, ja. Geil. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Wenn wir den hin einfach so. So, da machen wir uns eine Werkbank hier hin. Und den Runentisch. Wunderbar. Ja, Spinnrad fehlt mir jetzt leider, ne? Nicht so gut. Ah, Mann. Das ist wieder mal eine Meisterleistung, ne? Warte mal, dann baue ich doch die Reparaturstation weg und hier hinten wird dann die Kiste kommen. Dann mache ich lieber... Obwohl... Nein, Quatsch. Ich habe da doch mein Lager. Ja, da muss ich leider noch mal Eisenholz sammeln gehen, ne? Hä? Ich drücke drauf und dann geht's nach oben? Was denn jetzt los? So. Gut, aber wenigstens habe ich den Hammer. Wenigstens habe ich den Hammer. Und auf dem machen wir was wohl drauf? Natürlich Ork. Gut, dann wäre schon mal eine nette Waffe wenigstens. Ja, und für die Rüstung fehlt mir halt... Ja, könnt halt die Handschuhe und die Hose machen schon mal. Aber besser als nichts, ne? Muss ich nicht machen, so. Ach, guck mal. Das habe ich ja schon. Hä, wie komme ich denn drauf, dass ich das brauche? Den Helm brauche ich nur, ne? Hazard-Helm. Das habe ich ja schon alles. Oh, wait, Grandma.
einfach mein Leder verbraucht. Ja. ja, was soll ich sagen? Also, zur Verteidigung muss ich sagen, keine Ahnung, ich kann mich nicht verteidigen. Ah, jetzt habe ich halt keine Kiste für Rüstung, deswegen Edelsteinkiste werde ich dann unten anbringen. Und hier oben wird dann für Rüstungen sein. Den Hammer können wir ablegen. Öffnen, danke. Ja, da wird hier so eine Kiste sein, dann auch mit Pfeilen und alles, ne? Aber erstmal kommt das so zusammen rein, was soll's. Ich Metall, ja, ein bisschen. Das ist jetzt echt mies gelaufen. Hat der Ray wieder nicht richtig drauf geachtet, ja. Einfach nicht richtig geachtet. So. So, rein damit. So, das sortieren wir mal aus. Bam, bam, bam. Gut, ein bisschen Metall nehme ich mir mit. Was hier? So, Holz haben wir, Fasern haben wir. Statue kann hier erstmal rein. Fleisch kann auch weg. Wir haben schon mal wenigstens einen besseren Hammer. Damit kann man schon viel anfangen. Ja, super, ist verdorben. Geil. Na super. Ah, Leben und Energie. Machen wir mal das hier. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Also wir haben Granit und so alles dabei. Jetzt muss ich eh nochmal zurück wegen Eisenholz, weil wir machen uns dann, wo ist es denn? Ja, da Kusdul-Schmiede. Ja, rein theoretisch könnten wir noch uns irgendwie den Hammer machen oder so, aber ich, also den Kriegshammer. Oder so eine helle Bade. Nee, helle Bade nicht, Quatsch, die ist nicht gut. Das Speer könnte man machen. Die Axt auf jeden Fall. Und den Kriegshammer. Also Kriegshammer werden wir nicht machen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich nur noch die Axt machen. Oder? Ah, warte mal, Schattensperr. Ich weiß nicht, mit dem Speer. Keine Ahnung. Ne. Wir lassen. Der Hammer alleine reicht. Ich würde sagen, der Hammer reicht. Gut, wir haben wieder Energie. Wir haben ja schon mal wenigstens den Hammer. Dann müssen wir uns nochmal auf die Reise begeben und nochmal. Leider, leider. Eisenholz sammeln. Was soll man da tun, Leute? Kann man nichts gegen machen. Ist halt so. So. Da am besten. Vielleicht ist in den Hütten noch was drin an Holz. Wäre natürlich mega. Wäre richtig gut. Ach ja. Der. Oh, der Ladescreen. Ich wollte gerade sagen, der ultralange Ladescreen. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob wir hier nicht doch irgendwie Eisenholz. So. Will be needed against Shadow. I must reforge it. Once I have all the pieces. Ich glaube, da kriegen wir kein Eisenholz raus, ne? Oder hier? Metall nur. Ich muss mal ganz kurz schauen. Nee, sieht nicht so aus. Ach stimmt, ich hätte hier eigentlich aufmachen können, ne? Ich hätte mir eigentlich einen Schlüssel schmieden können. Darf ich auf jeden Fall nicht vergessen, weil da könnte auch ja, so ein paar Barren drin sein. Vielleicht sogar auch Eisenholz, wer weiß. Es ist wieder ultra düster hier. So schnell kann es sein. Tiefste Dunkelheit. Guck mal hier. Auf.
ruckel, ruckel, ruckel. Habe ich alles kaputt gemacht? Hm. Sieht ganz an. Nein, guck mal hier. Sind noch Hocker. Wunderbar. Ah, ich muss trotzdem bald schlafen gehen wegen diesem Timer, ne? Das sind nur Steine. Habe ich hier alles weggehauen? Das sieht ganz danach aus. Oh, da muss ich doch weiter irgendwie. Kriege ich hier Eisenholz noch raus? Natürlich nicht. Ah, habe ich echt alles hier. Works. Na super. Die hasse ich. Aber wenigstens habe ich schon mal meinen Hammer. Die geben mir nur Fleisch, nicht mal irgendwie Leder oder sowas. Das ist auch komplett fertig. Man muss schauen, ob wir hier irgendwo noch was finden an Eisenholz. Unbedingt was. Weil mit dem einen komme ich glaube ich nicht weit. Wir schauen erstmal hier rein. Ich weiß, unten sind Häuser. Oder wir gehen nach ganz oben, weil oben gibt es ja glaube ich ganz viel, ne? Ah, hier würde es aber auch was geben. Warte mal, Brautrank. Wie viel? Ich bräuchte ein paar Barren, aha, aber sehr viel Eisenholz, aber da würden wir so viel rauskriegen. Wie viel würde sonst einer kosten, Brautrank? Ne, drei, warte mal, 30? Die wollen 40, wollen die mich verarschen? Kassertbarren? Okay, ich würde halt ein paar Kassertbarren gewinnen, ne? Aber nee, das ist ja ultra teuer. Vielleicht habe ich Glück, ich mache erstmal nichts kaputt. Vielleicht finde ich hier sogar auch einen Holzstapel. Lass sie mal da hinten kämpfen. Haben wir eine Statue, sehr gut. Naja, macht da mal. Macht ihr super. Na super. Stofffetzen brauche ich nicht. Das hat sich ja mal mega gelohnt, die zu reparieren. Ach, guck mal hier. Komm, sag bitte, das Eisenholz drin. Auch schon. Ah, leider nicht. Hätte mich auch gewundert. Okay. Wir hauen den mal weg. Schaut einfach nur stolz in die Luft. Ja, dann sammeln wir mal hier ein. Dann machen wir hier kaputt. Also eigentlich hier gibt es kein Eisenholz. Ernsthaft? Dann muss ich doch nach oben, ne? Da habe ich wohl keine andere Wahl. Na gut. Na dann geht's nach oben. Geben wir nochmal Eisenerz, aber brauchen wir nicht. Wir gehen mal von rechts. Von rechts nach oben. Wenn wir da mal so einen Stapel Eisenholz kriegen würden, das wäre perfekt. Nun könnte ich mir ja auch einen Teleporter dann bauen.
Aber der Horde-Timer, der, ich glaube, der glüht bald, ne? Da haben wir sogar einen kleinen Ork-Außenposten, sag ich mal. Versuchen die zu ignorieren und rennen einfach nur nach oben. Und es ruckelt auf einmal wieder. Okay. Super, das ist ja noch eins. Hier ist gerade keiner. Oder? Das ist auch so ein Spawner? Ich weiß es gerade nicht. Bin mir gerade unsicher. Wir müssen mal. I can picture the Durin's Day festivities filling these up. We got orcs. Er hört einfach auf zu reden. Er hat so Hass auf Orks. Er dachte, oh nein, Orks. Er dachte sich nicht schon wieder, dachte er sich. Kämpfen will ich eigentlich nicht. Da hinten ist nur ein Brautrank. Es könnte sein, dass da hinten genau ein Holzstapel ist, ne? Es sieht irgendwie danach aus. Das Ding ist, wenn ich jetzt gegen die kämpfe, dann könnte es sehr gut sein. Dass die Horde gleich kommt. Ja, was? Ich hau das Ding einfach nur kaputt. Und hau ab. Nee, doch kein Holz. Ach komm. Was ist denn los hier? Ja, super. Genau das wollte ich vermeiden. Na super. In the deep. They are coming. Ah, super. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, das glaube ich. Bau dir mal ganz schnell. Nein. Ja, und dann lasse ich mich das einfach umbringen. Wir wehren uns noch. Werde ich eh nicht schaffen. Obwohl, ich könnte es eventuell schaffen, aber nee. Das tue ich mir jetzt nicht an. Das tue ich mir nicht an, Leute. Oh, wollt ihr mich hier runterkicken oder was? Das wäre nicht so witzig. Ich habe schon fast geahnt, Leute. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Eisenholz haben. Komm, gönn ich mir ein paar Würstchen, was soll's. Zieh mal ab jetzt. That is all you've got. Ah, komm. Ich wehre mich noch. Nein. Ah, ich bin gleich tot. Ja, komm schon. Und wir gönnen uns die ganzen Würste jetzt noch. Und dann wehre ich mich halt so viel es halt geht. Let's go.
Na, wollt ihr noch mehr? Oh, ich hab sogar überlebt. Das sieht meine an. Na, sieh mal einer an, Leute. Da habe ich ja noch ordentlich Kram gesammelt, ne? Gut, das lief ja doch besser als gedacht. Sehr schön, sehr schön. Dann wollte ich jetzt eigentlich hier Eisenholz sammeln. Das machen wir noch eben. Oder habe ich ein bisschen was bekommen? 13, ja gut. Aber hier ist kein Stapel, ne? Beim letzten Spielchen kann ich mich auch noch daran erinnern, dass hier Stapel waren. Aber gut. So, komm schon her damit. Können wir auch noch nehmen und den einen Hocker und dann. So, wie viel haben wir jetzt? 31, perfekt. So, ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Am Ende nochmal richtig schön Action gehabt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.